auch von mir, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen hier in meinem... Nicht, dass ich das nicht auch ohne kann, aber sicherheitshalber habe ich hier meine externe Gehirnfestplatte doch noch eingefangen. Also, noch einmal, liebe Freunde, liebe Bürger, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr euch heute nach Ida Oberstein getraut habt. Mit Wut, Ohnmacht, aber auch Hoffnung im Herzen. Ich freue mich sehr, euch heute hier zu sehen. In euren Augen sehe ich den Spiegel meiner Seele. Lasst mich ein offenes Wort gelassen aussprechen. Wir denken, es ist an der Zeit, dass Regierung, Parteien und Medien sich ein Herz fassen und das Offensichtliche laut aussprechen. Und dies lautet Entschuldigung. Entschuldigung, wir haben uns geirrt. Die Impfungen bringen wenig bis nichts. Sie halten nicht, was wir euch versprochen haben. Dieser Virus wird nicht verschwinden. Wir können ihn auch nicht besiegen. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Noch einmal Entschuldigung. Wir werden des Weiteren hören wollen und auch umgesetzt sehen wollen. Doppelpunkt. Wir müssen unsere Gesundheitssysteme stärken, statt weitere Standorte zu schließen. Wir müssen angemessene Löhne zahlen, Arbeitsbedingungen verbessern und Wertschätzung nicht länger nur heucheln. Ja. Gerade die Menschen, die alles geben in ihren Berufen, in den Gesundheitsberufen, die Menschen an der Virusfront, die bedroht die Regierung mit Existenzvernichtung und dadurch auch unser sowieso marodes Gesundheitssystem mit Existenzvernichtung. Alle Beschränkungen, alle bisherigen Maßnahmen und Freiheitsbeschränkungen waren sinnlos und zerstören unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft. Sie sind daher sofort aufzuheben. Und noch einmal, wir erwarten eine Entschuldigung bei uns und bei allen Bürgern für das unsägliche Versagen, das Leid und für die vielen vernichteten Existenzen, meine Damen und Herren. Ja, meine Freunde, wenn so etwas käme, hätten wir den größten Respekt vor so viel Ehrlichkeit. Ich denke, wir haben viel zu lange den kleinen und großen Skandalen während der Corona-Pandemie wie Maskendeals, Selbstbereicherungen auch unter Bundestagsabgeordneten, Testzentrenskandale oder Intensivbettenmanipulationen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, viel zu wenig Konsequenzen gezogen und gefordert. Auch die Liste der gebrochenen Versprechen ist unendlich lang. Zum Beispiel, mit dem Wissen von heute würde man den Einzelhandel nicht mehr schließen. Oder nur 4 Wochen Wellenbrecher-Lockdown. Oder wenn alle Menschen ein Impfangebot gehabt haben werden. Oder es wird keine Impfpflicht geben. Oder da hilft nur die Boosterimpfung. Meine Damen und Herren, selbst aufgedeckte Lügen wie die von Herrn Tschentscher über den Anteil Ungeimpfter an den Infizierten im November 2021 scheinen keinen mehr aufzuregen, obwohl diese Lügen folgenschwere Beschlüsse nach sich zogen. Wir müssen endlich reden, und das geht auch an die Adresse von den anderen da drüben. Wir müssen endlich reden, das ist eine Forderung aller Kritiker seit Beginn der Pandemie, was allerdings bis heute verweigert wird. Wir werden totgeschwiegen, bebrüllt, bepöbelt. Man spricht über uns, aber man spricht nicht mit uns. Das ist ein Riesenfehler und wir sind heute hier angetreten, um das Signal zu senden. Wir wollen das dringend ändern, meine Damen und Herren. Wie kann es sein, dass in der besten Republik, die wir je hatten, Menschen nur wegen kritischem Hinterfragen von Zahlen und Maßnahmen so massiv angegangen, so diffamiert, so ausgegrenzt, pathologisiert und kriminalisiert werden. Und genau das erfolgt
auf den meisten Gegenkundgebungen, die ich bisher gehört habe. Es erfolgt in den Parlamenten, in den Medien. Meine Damen und Herren von den bunten Bündnissen im festen Block der neuen Einheitspartei, die angeblich Konsens sucht, nur eben nicht mit jedem. Sie, von der Ich lasse denken Protestgruppe, können Sie sich vorstellen, dass die überwiegende Anzahl der Demonstranten und Spaziergänger Sorgen um unsere Zukunft und die unserer Kinder haben? Glauben Sie wirklich, dass diese Menschen, die für die Einhaltung ihrer Grundrechte und ihrer Freiheit demonstrieren, Ihnen etwas Böses wollen? Ist es nicht legitim, sich gegen die zunehmende Spaltung dieser Gesellschaft zu stellen? Oder halten Sie es für richtig, dass Ungeimpfte wie Bürger zweiter oder nein, letzter Klasse, wie Dreck, ja wie Abschaum behandelt werden? Können Sie bei dem aktuell eingeschlagenen Weg noch irgendein Licht am Ende des Tunnels erkennen, das die Gesellschaft vom Spaltungsfluch befreit? Oder ist Ihnen das denn schon egal, was mit den Menschen passiert? Ist es nicht längst überfällig, über alternative Wege aus der Krise zu sprechen, über den Tellerrand zu schauen? Aus meiner Sicht ist das der entscheidende Grund, weshalb zurzeit deutschlandweit, bundesweit, aber auch weltweit jetzt Menschen auf die Straße gehen. Wir, die wir hier stehen, haben verstanden, genau wie zehntausende Spaziergänger jeden Tag, wir werden verarscht. Mal ehrlich, wer sind denn die Verfassungsfeinde? Diejenigen, die friedlich Gesicht zeigen für Demokratie, für Freiheit, Grund- und Menschenrechte? Oder die, die solche Kundgebungen verfassungswidrig verbieten oder verfassungsrechtlich schwierige Allgemeinverfügungen wie Speyer, Germersheim, Niederoberstein oder erlassen? Die Stuttgarter Zeitung schreibt: Ein pauschales Verbot sogenannter Corona-Spaziergänge in der Stadt Bad Mergentheim, Rhein-Tauber-Kreis, ist nicht zulässig. Das Verwaltungsgericht in Stuttgart hob jetzt eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt vom 21. Dezember auf, Klage eines Bürgers wieder auf. Der bloße Verstoß gegen eine Anmeldepflicht stelle, auch wenn er planmäßig begangen worden sei, noch keine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Sinne des Versammlungsrechts dar, erklärten die Richter. Aha, wer hat denn da Angst vor Spaziergängern? Doch bestimmt nicht die Demokraten im besten, demokratischsten Deutschland aller Zeiten, oder doch? Ob diese Richter nun auch Hausdurchsuchungen angedroht oder durchgeführt bekommen, wie bereits die Kollegen, die nicht regierungslinientreue Urteile gesprochen haben? Wer sind denn die Verfassungsfeinde? Friedliche Spaziergänger? Ich schätze, das Bild wird immer klarer. Wer lügt denn dumm dreist in der Neujahrsansprache, es gibt gar keine Spaltung? Wer will am liebsten die einzig echte Opposition aus dem Diskurs, aus den Medien, aus der Demokratie und aus dem Bundestag ausschließen? Meine Damen und Herren, die derzeitigen Zutrittsregeln für Plenarsaal und Ausschüsse stigmatisieren ausgerechnet, ups, die Alternative für Deutschland und degradiert ihre Abgeordneten zu Menschen zweiter Klasse. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja! Schämt euch, ihr Einheitsparteien! Schämt euch! Wer sind die Verfassungsfeinde? Im Bundestag setzen sich alle anderen Parteien über § 58 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und 60 Jahre Tradition hinweg und setzen auf einmal Wahlen an, wo natürlich die AfD designierten Ausschussvorsitzenden nicht gewählt werden. Wie die letzten 4 Jahre unsere untadeligen Kandidaten auch nicht zu den Bundestagsvizepräsidenten gewählt worden. Schämt euch! Die Klagen sind längst anhängig. Ob sie in diesem Jahrhundert noch entschieden werden?
Also, wer sind die Verfassungsfeinde? Diejenigen, die auf die Missstände hinweisen oder diejenigen, die sie kreieren? Wir haben früh auf die große Transformation hingewiesen, angestoßen auf dem Weltwirtschaftsforum, niedergelegt von Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset, die große Transformation. Getragen übrigens von allen anderen Parteien im Deutschen Bundestag. Sie wissen schon, diese große Transformation, an deren Ende Sie alle, wir alle, besitzlos, aber glücklich sein werden. Wir sind dafür als Verschwörungstheoretiker diffamiert und verschrien worden. Jetzt, vergangene Woche im Bundestag, ist keine Regierungserklärung keines Ministers ohne Transformationsbeschwörungsformeln ausgekommen. Wer sind die Verschwörungspraktiker also? Nicht wir. Die Praktiker sind an der Regierung. Herzlichen Glückwunsch. Wo bleibt denn da der Verfassungsschutz? Ach ja! Der wird in der besten Demokratie aller Zeiten gegen die einzige Opposition in Stellung gebracht, gegen diejenigen, die Letzten, die noch für unsere Grundfreiheit und Menschenrechte auf die Straße gehen, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie uns unterstützen. Wir sind Ihre Stimme. Böse Zungen sprechen gar von einem Staatsstreich von oben. Um Gottes Willen, würde ich nie behaupten. Jeder Bürger macht sich sowieso seine eigenen Gedanken dazu. Da drüben ist wieder eine Veranstaltung gegen die AfD, ihre Millionenwähler und auch gegen jeden Einzelnen von euch hier. Die da drüben haben keine Argumente, sonst würden sie mit uns sprechen, statt uns zu verschreien. Es hagelt dort Stigmatisierungen und Diffamierungen, damit man sich nicht mit unseren Argumenten, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unseren Schwierigkeiten im täglichen Leben auseinandersetzen muss. Deswegen sind wir die Bösen, man spricht nicht mit uns. Das ist Wahnsinn, meine Damen und Herren. Die merken gar nichts mehr. Die vom Bündnis der totalitär toleranten Einheitspartei im Stile der SED möchten euch von der Straße haben, möchten nicht, dass auffällt, dass die sogenannte kleine Minderheit in Wahrheit über Zehntausende von Bürgern allein in Nürnberg diese Woche waren, überparteilich, friedlich, im Protest vereint. Man will euch von der Straße haben. Man will nicht, dass ihr miteinander redet, denn sonst fällt ja auf, dass hier gar keine Nazis sind und keine Verschwörungstheoretiker. Keine Aluhüte, sondern ganz normale Bürger. Der Querschnitt der Gesellschaft steht hier, meine Damen und Herren. Vielerorts sollen spazierende Bürger durch von Politikern geforderte, besonders robuste Polizeieinsätze und drakonische Strafen eingeschüchtert werden. Sie gehen trotzdem auf die Straße. Ich war dabei, wie die Polizei in meiner Heimatstadt Spaziergänger versprengte, damit von uns niemand feststellen konnte, wie viele wir tatsächlich sind. Ihr werdet von dem von euch finanzierten Staatsfunk mit Druck und Anschuldigungen überkübelt. Man vernichtet großflächig eure Existenzen. Jeder Spaziergang, meine Damen und Herren, ist ein starkes Signal in Richtung der, ja man muss fast sagen, Verschwörungspraktiker und Lügner. Ein Zeichen, das sagt, wir sind noch hier, wir zeigen Gesicht und wir glauben euch nicht mehr. Ihr habt uns so oft belogen, wir machen euren Popanz nicht mehr mit. Wir sind noch da und wir machen nicht mehr mit. In dem Moment, in dem die Bürger begriffen haben, dass sie der Souverän sind und die Parteien und die Regierung, ihre Vertreter und ihre Exekutive, ist dieser gesellschaftsspaltende Spuk vorbei. Wenn ihr aufhört, Staatsfernsehen zu konsumieren und Parteizugehörige oder Bill und Melinda Gates finanzierte und bezuschusste Medien zu konsumieren, ist die Angstseuche vorbei. Jeder, der trotzdem Angst hat, kann sich doch impfen lassen. Aber ich empfehle dringlich den Blick über den Tellerrand. In Spanien sind laut Tagesspiegel trotz hoher Fallzahlen die Pandemiemaßnahmen vorbei. Dort wird Corona jetzt wie eine handelsübliche Grippe
betrachtet und die Spanier sind wieder frei. Bei uns verschärfen sie die Maßnahmen. Merkt ihr da oben eigentlich noch was? Es ist höchste Zeit für eine Entschuldigung all derer, die sich mit ihrer Kriegsrhetorik in den letzten 2 Jahren und mit ihren untauglichen, widersinnigen und widersprüchlichen Maßnahmen an unserer Gesellschaft, insbesondere an unseren Kindern, versündigt haben. Hier ist unsere Botschaft. Wir haben die Nase voll von eurer Verbots- und Spaltungs- und Zwangspolitik. Wir machen nicht mehr mit. Wir sind die rote Linie. Wir machen nicht mehr mit. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Thank you.